Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Ich hoffe, die Kamera nimmt diesmal besser auf. Ich habe jetzt ein bisschen was an den Einstellungen vorgenommen. Zum Beispiel am Weitwinkel und ja, ein paar mehr Frames und alles sowas eingestellt, Update gemacht. Ich hoffe, das geht jetzt auch mit dem Ton besser. Ich bin mal gespannt. Jo, wie ihr seht, der Häcksler ist ganz auseinandergebaut. Turm ist ab, der soll noch lackiert werden heute. Und die neuen Wurfschaufeln sind auch da. So sehen die Dinger aus. Und die kommen hier rein. Das ist jetzt eine alte. Und dann werden die hier zwischen die Messer immer rangesetzt, hier auf die Scheibe. Genau, die Jungs kommen heute wieder und diesmal bin ich auch endlich mal da. Dann kann ich ein bisschen was mit aufnehmen. Genau, am Anhänger wollen wir weitermachen und das sind erstmal so die Aufgaben für heute, denke ich. Die Kamera lief noch nicht, so, ab jetzt könnt ihr. Scheiße, du! Aber jetzt wird's aber wild. Das kommt noch mal nicht mehr. Ah. Thank you.
Ja, was habt ihr jetzt eben gerade alles gesehen in der vorherigen Sequenz? Also, der Maishäcksler ist wieder zusammen, Turm ist wieder drauf, die ganzen Wurfschaufeln sind drin, der Stempel ist dran. Das Einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, ist hinten die Halterung für die Transportstellung, Turm lackieren und dann ist der, soweit ich weiß, fertig. Beim Fendt habe ich eben so eine kleine Kontrolle mal eben gemacht, alle Öle nachgeguckt und eigentlich wollte ich das Ding hier abflexen. Das hatte, wie gesagt, mein Opa sich da mal raufgeschweißt, weil er was mit der Hüfte hat. Aber mich nervt das eigentlich. Allerdings, ich habe es nicht abgekriegt, weil ich da nicht mit der Flex reinkomme. Und ja, bevor ich da irgendwie was noch kaputt schneide am Trittblech oder so, dann lasse ich das einfach sitzen. So schlimm ist das auch nicht, gewöhnt man sich dran. Das einzige Blöde an dem Teil ist halt, dass man an die Differentialsperre etwas schlechter rankommt. Da kommt man gerade so mit dem Hacken zwischen. Genau, Anhänger wurde weitergemacht, verschweißt, eine schiere Naht einmal rübergezogen. Allerdings muss ich leider sagen, das hat Christoph geschweißt, also ist wirklich gut geworden, wenn man sich... ich gehe mal aus dem Licht. Das sieht man so gar nicht. Also es ist wirklich gut geschweißt, muss ich sagen. Und gestern sind jetzt eben die Filter noch für den IHC gekommen. Ich habe noch zwei Hydrauliköl-Filter bestellt. Der andere ist zwar noch... Achso, der ist hier noch drin. Der war auch noch nicht so alt, aber man sieht halt, der ist schon schwarz. Der ist vor kurzem an die OS neu gekommen. Innen drin die Lamellen gehen noch. Aber ich habe halt zwei neue eben. Wenn da neues Öl raufkommt, kommt auch gleich ein neuer Filter rein. Den Gummiring habe ich schon eben aufgezogen. Hier setzt ein Gummiring drauf. Einmal vorher schön mit Öl eingeschmiert, dass er nicht porös wird. Und dann kommt der neue Filter hier rein. Hier ist der Schacht dafür. Da musst du einfach einen Deckel aufschrauben. Und dann kann man den einmal hier so raufschieben. Dann hält der. Und dann kommt der Deckel da wieder überhin. Einfach reingeschraubt und mit dem 22er Schlüssel angezogen. Genau, das mache ich eben. Und dann kann der Träger hier eigentlich wieder raus. Achso, den Sitz müssen wir noch aufbauen. Allerdings wollten wir das erst machen, wenn der Anhänger fertig ist, weil wir den Vierkantstahl hierfür nutzen wollten. Wir müssen ja noch einen Adapter bauen, bevor wir dann irgendwie uns 10 cm zu viel abschneiden und dann nichts mehr beim Anhänger über haben. Wollten wir das erst beim Anhänger einschweißen. Eigentlich sollten wir das heute schaffen und dann kann der Sitz auch rauf. Jo, und jetzt wird es wie versprochen nochmal eben ans Umkompasschen gehen und wie ihr seht, den IHC habe ich jetzt raus, aber Sitze werden überbewertet. Ich sitze jetzt so einfach auf dem Getriebeblock, das geht aber auch. Ich muss ja keine Strecke mitfahren, nur eben Mischsteuer anbauen und hier vorfahren. Ansonsten fährt er so im Stand.
Jo, ersten Wagen drehe ich gerade ab und das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Ich habe jetzt versucht, immer so ein bisschen was Trockenes mit Feuchten zu mischen. Unten drin ist das ja schon relativ gut kompostiert. Und eben hatte ich wieder das Problem, dass die Schaufel immer ausgeklinkt ist. Vielleicht hat man das auf der Drohnenaufnahme gesehen. Da habe ich jetzt eben einfach eine Schweißnaht hier auf die Nase gesetzt, hier von der Schippe hier einmal so lang. Und bis jetzt geht das, mal gucken. Entweder muss ich die noch ein bisschen dicker machen oder das geht so, das werde ich gleich noch herausfinden. Ja, und soweit der Stand jetzt erstmal. Und ich denke mal noch zwei Anhänger, dann ist der Ofen auch schon weg. Das geht eigentlich ganz gut durch. Ich habe den Vorschub jetzt sogar schon auf ganz schnell und so ein ganz bisschen Gas am IEC. Aber das schluckt er so gut weg, der Streuer auch. All ohne Probleme. Wieder rumklappen, den reinklappen und bereit für die nächste Fuhre. Jo, so sieht die Miete jetzt aus. Ist, denke ich mal, ganz gut durchgemischt und sieht so ja auch schon ziemlich gut aus. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass der Kratzboden sich irgendwie verdreht hat. Also wenn man das so sieht, der steht ein ganz bisschen, ja nicht nur ein ganz bisschen, der steht ein ganzes Stück so. Das heißt, am rechten Zahnrad ist die Stütze schon her, die Leiste höher als hier an dem hier. Und deswegen kriege ich den nicht so ohne weiteres wieder hochgezogen. Keine Ahnung, wie das auf einmal kommt. Die ersten zwei Wagen konnte ich auch so abdrehen und wieder zurückziehen. Muss ich nochmal in der Werkstatt eben schnell stellen. Ja, heute wird das wahrscheinlich nichts mehr. Das muss man dann eben mit zwei Leuten richten. Einer muss hier vielleicht immer hin und her kurbeln und einer hinten drehen, dass das Schild zurückgeht. Mal gucken, aber ich denke mal, das kriegen wir auch wieder gerichtet. Zur Not die letzten Anhänger mache ich dann eben morgen oder ja, wenn ich Zeit habe. Aber das Gröbste habe ich ja eben schon mal abgedreht. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen, glaube ich. Achso, genau. Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, dass man den mal umsetzen sollte, den Anhänger, also neuen Mischsteuer kaufen mit durchgehenden Kratzboden. Dann hat man solche Probleme natürlich nicht, dass das Band sich so verklemmt. Aber mal gucken. So oft brauche ich den Steuer ja eigentlich auch nicht. Für die 1,5 Hektar langt das ja erstmal so. Und ich denke mal, diese Saison sollte dann locker durchhalten. So, das Blech ist auch eingeschweißt, das letzte. Ja genau, das haben wir, also drei Stücke jetzt. Das erste haben wir eingeschweißt, das große. Dann haben wir das kleine auf der Seite gemacht und dann das in der Mitte, weil das sonst nicht anders passte. Das hat sich sonst verzogen. Genau, das ist jetzt einmal verschweißt. Und das wird jetzt noch einmal abgeschliffen und dann kommt von unten der Winkelstahl dort rum. Und beim Mischsteuer gehe ich jetzt nochmal eben bei. Ich schraube jetzt hier unten diesen Bügel ab und dann kann ich den Kratzboden einmal so über die Zahnräder ziehen. Jetzt ist ja dieser Schutz dann noch vor, deswegen kriege ich den dann nicht über weg.
Aber wenn der weg ist, dann kann ich die Halter einmal wieder rüberdrehen. Ihr habt wahrscheinlich gerade in den Aufnahmen vorher gesehen, dass der Maishäcksler da eben. Radio am Ruhe bitte. Dass wir den Maishäcksler angebaut haben. Davor waren 3,8er Fan, der kommt dann auch beim Häckseln davor. Und genau, der Maishäcksler ist jetzt alles fertig, alles auf hydraulische Turmbetätigung umgebaut. Die neuen Schaufeln sind drin. Was ist da noch dran gemacht? Ja, die Turmverlängerung natürlich. Und genau, das wäre es ja eigentlich, was wir dran gemacht haben. Das funktioniert jetzt alles ohne Probleme. Und dann freuen wir uns schon mal aufs Häckseln. Ja, Trecker steht wieder drin. Der Mischstreu ist auch fast wieder fertig. Hinten muss nur noch diese Leiste wieder angeschraubt werden. Dann ist er auch wieder einsatzfähig. So, das soll es aber für diesen Vlog wieder gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Guckt gerne bei Instagram mal vorbei. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis nächste Woche hoffentlich. Ciao.